Hallo und herzlich willkommen zurück bei Spider-Man. Ich find's immer noch geil. Die erste Mission war schon mal der Hammer und jetzt müssen wir mal zum Fähigkeiten bauen, wie wir es gesagt haben. Innovator, Verteidiger, Netzschwinger. Oh, warte, da unten steht da was. Du wurdest hochgestuft und hast einen Fertigkeitspunkt verdient. Zum Fortfahren. Fertigkeitspunkte werden verliehen, wenn du genug Erfahrungspunkte verdient hast. Schließe Missionen ab und besiege Gegner, um EP zu erhalten, um mehr Fertigkeitspunkte zu verdienen. Das ist dessen Netzgriff. Und zu werfen. Halte gedrückt. Drücke Kreis, wenn dein Spinnensinn blau wird, um Gegner mit einem Netzschuss ins Gesicht zu kontern. Generiert Bonusfokus. Netzschwinger. Halte dich für einen Schwungtritt in der Luft. Drücke gedrückt und lass den Gegner fliegen. Ah, ich bin, glaube ich, eher da. Bin ich dafür? Ich glaube, ich bin dafür. Netzgriff ist jetzt in der Move-Liste zu finden. Okay, Mission, Figuren. Yuri Watanabe. Berufsort, Geburtsort Astoria, New York. Pseudonym, bester Kumpel. Okay, und jetzt? Hallo? Oh, geil. Lalalala. Parker, wo sind Sie? Die Kommission wird bald hier sein. Wir müssen einen Gerätetest durchführen. Ich bin fast da. Nur noch ein paar Blocks. Ich glaube, ich mache es selbst. Nein, nicht. Es ist gefährlich. Ich komme doch schon. Keine Sorge, ich schwinge hier nicht. Mir gefällt Docs Enthusiasmus. Aber manchmal bringt er sich in Schwierigkeiten. Ich beeile mich, bevor er sich noch wehtut. Hui. Ah, jetzt ein bisschen Musik. Spider-Schwein, Spider-Schwein. Ach halt, warte, ich bin gerade bei den Simpsons. Scheiße. Warte. Das schaut ja cool aus. Spiders Armin. Okay. Hui. Achtung. Oh, warte, kann ich auch einfach an der Wand entlang laufen? Halte in der Luft L3 gedrückt um zu F. Oh, ist das Hechten gewesen? So kann ich mehr Schwung aufbauen, kann das sein? Kann ich da reinschauen eigentlich? Scheiß verspiegelte Fenster. Achso, warte, das ist ja noch. Wow, das war zu weit. Bin doch schon da. Bis jetzt spielt sich echt geil, also vom Moveset her und alles echt geil. Kann ich nur empfehlen, bisher. Sorry, bin zu spät. Wow. Sie haben schon angefangen. Die Direktorin der Fachkommission wird bald hier sein. Schon gut, Parker. Ich habe das alles erdacht. Ich komme schon damit zurecht. Die Energiedämpfer. Oh Mann. Sollen wir abbrechen? Noch nicht. Warten Sie! Dr. Octavius, alles okay? Ein weiterer Rückschlag. Aber wir sind nah dran. Ist jemand verletzt? Nein, das war alles meine Schuld. Die Energielevel waren höher als erwartet. In gewisser Weise ist das eine sehr positive Entwicklung. Es riecht aber nicht gerade positiv. Ich versichere Ihnen, die nächste Phase... Lassen Sie uns nichts überstürzen.
Können wir das vielleicht irgendwo anders besprechen? Nehmen Sie sich den Rest des Tages frei, Peter. Aber... Wir reden später. Das war eine Katastrophe. Wie konnte der Dämpfer ausfallen? Der Doc hat gesagt, ich soll mir den Tag freinehmen. Aber ich muss rausfinden, was schiefgelaufen ist. Warte mal, Dr. Octavius? Ist es der Dr. Octopus? Arm testen. Oh, das sieht übel aus, mein Freund. Ah, warte, so. Ja, und jetzt halt? Mal sehen, was dir fehlt. Okay. Ergebnis des Diagnosetests. Servokontrollpfad beschädigt. Fehlschlag. Servomotoren verbinden. Fehlschlag. Spannungssteuerung. X drücken. Schaltkreis durchgebrannt. Verdammt. Wenn ich das geprüft hätte, wäre mir das aufgefallen. Ich stelle eine Verbindung zwischen den grünen Startteil und den... Okay. Entfernen, oder... Hallo? Nein, warte. Auswählen? Ja, lass mich doch mal was auswählen. Ach Gott, ich hab da Teile. So. Drehen. So. Drehen. Zack. 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 Ach so, ja. Geschafft. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Zum Fortfahren. Okay, muss die Servosteuerung umleiten. Warum habe ich da mehrere verschiedene? So. Was macht... Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Ah, der kann dann nur hier hin. Und der kann dann... Der da hier hin. Und der kann auch nur hier hin, oder? Okay, nein, kann er nicht. Sondern der kann dann hier hin. Der kann dann hier hin. Und hier hin. Sehr schön. Ich bin ein Genie. Und jetzt? Und jetzt die Spannung neu ausgleichen? Mache Stromkreisteile verfügen über eine positive und eine negative Spannung. Positiv? Negativ? Positiv? Ecke? Gerade? Okay, die waren ja im Prinzip schon mal... Oh! Warte mal, austauschen. Ich brauche noch einen Zweier. Fertig. Erfolgreich. Ich bin ein Genie. Mal sehen, ob es geklappt hat. Arm bewegen. So gut wie neu. Auch wenn ich nicht weiß, wozu der Arm ist. Schwung. Doc hat neue Materialien für Prothesen getestet. Ich sollte es mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Warum also nicht jetzt? Kann ich da zuhören? Ich glaube, wir haben hier Modelle jeder erdenklichen Prothese. Klar, wenn es hilft. Unser erster Freiwilliger, Lance Corporal Taxidor, verlor seinen Arm in Übersee und will nur seine Tochter wieder umarmen. Was? Wie heißt der? Was ist denn das für ein Name jetzt gewesen? Haben wir sonst noch irgendwas? Okay, warum sind hier Medizin? Nein, nicht Medizinbälle. Wie heißen die? Hupfbälle? Wie viele Laborfeuer hatten wir bisher, Otto? 3,
4? Daran sieht man, dass wir Fortschritte machen. Aus der Asche der Fehlschläge entsteht große Wissenschaft. Dr. Octavius' Optimismus ist wirklich nicht zu erschüttern. Läuft doch. 3, 4 Feuer ist doch nix. Heute ist ein großer Tag. Prüfung des Zuschusses. Wir sind bereit. Die Arbeit hat beträchtliche Fortschritte gemacht. Ehrlicherweise hätte ich nie gedacht, den Zugaktuator auf ein akzeptables Toleranzniveau bringen zu können. Aber Parker, er ist ein einmaliger wissenschaftlicher Querdenker. Ich wollte gerade ein maßgefertigtes Ersatzteil bestellen, als er vom Eisenwarengeschäft ein Lösungsmittel und eine Zahnbürste mitbrachte. Ben, Aktuator-Problem gelöst. Der Junge ist ein Genie. Ein Genie, das chronisch zu spät kommt. Oh, es ist schon 10 nach. Wo bleibt er? Er kann unmöglich die Prüfung vergessen haben. Ich habe sie enttäuscht, Doc. Keine Sorge, dafür wird er später ein Superschurke. Versucht alles zu klauen und zu vernichten. Ist doch ein guter Ersatz. Hier ist nix. Ja, ich weiß, wir müssen dahin, aber jetzt schauen wir das noch an. Peter, ich danke nochmal für die Gutachten. Kreuzgutachten sind das Rückgrat der Wissenschaft. Bei der Vorbereitung auf die Anprobe stiegen Zweifel in mir hoch und ich fragte mich, ob das wirklich die beste Methode des Gliedmaßenersatzes sei. Töricht, ich weiß, aber ich frage mich, gibt es einen anderen Weg? Keine Ahnung. Neuen Arm kaufen. Auf der Straße jemanden den Arm abreißen, sich selbst annähen. Ich habe nur Ideen. Hört sich wie aus South Park an. Analysiere. Doc hat einen neuen Kontaktwerkstoff für Prothesen getestet. Dein Ziel ist es, die unbekannte Substanz anhand ihres Absorptionsspektrums zu identifizieren. Ja. Bewege den Cursor mit L und drücke X, um ein Fragment aufzuheben. Ja? Hallo? Achso. Aha, schön. Ja, das ist nein, es kommt dahin. Es kommt dahin. Und es kommt dahin. Ich werde mich morgen sofort in dem Labor bewerben, Alter. Ich hab's einfach viel zu acht drauf. Stark, aber sehr hohe Impedanz. Doc sollte lieber andere Materialien ausprobieren. Verlasse das Labor. Okay. Ich sollte verschwinden, bevor ich die Sache für... Erst gestern haben wir eine außergewöhnliche Reaktionskaskade in der Limbischen Brücke gesehen. Wir brauchen Ergebnisse. Keine Kaskaden, Doktor. Und Sie kriegen Ergebnisse. Vertrauen Sie mir. Unsere Arbeit wird immer vielversprechender. Die Reaktionskaskade war ziemlich beeindruckend. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber okay. Warte, was ist das da? Mein Abschluss scheint ewig her zu sein. Ich war Praktikant bei Doc. Durch ihn habe ich erkannt, dass ich im Laborkittel ebenso helfen kann wie in Strumpfhosen. Wenn du vielleicht sogar mehr. Wenn du nicht zu spät kommst. Okay. Was gibt's hier? Doc hat viele große Durchbrüche gehabt, stand aber immer im Schatten. Meistens von Oscorp. Dieses Mal wird es anders sein. Ja, anders. Das ist die Befürchtung. Was für Personal beschäftigen Sie mit unserem Geld, Doktor? Bitte lassen Sie Peter aus der Sache raus. Er ist noch jung, muss noch einiges lernen. Aber er ist unentbehrlich. Ein angehendes Genie. Wow. Danke, Dr. Octavius. Warte, was gibt's denn noch alles? Wir laufen einmal hier hin. Wir laufen einmal im Kreis. Wir laufen wieder ganz zufällig dran vorbei. Und es passiert nichts mehr. Okay, was haben wir hier? Wir versuchen, die Prothesen-Hardware zu verbessern. Ich sollte mir ansehen, was Doc entwickelt hat und das nochmal prüfen. Diese Station ermöglicht dir, an Stromkreisprojekten zu arbeiten. Erhalte EP und andere Belohnungen, wenn du Projekte abschließt. Zum Fortfahren X drücken. Mit deinem Fortschritt im Spiel werden weitere Stromkreisprojekte freigeschaltet. Was ist damit jetzt? Doc wollte die Granularität des Aktuators verbessern. Zack.
Zack, zack, zack. Sehr schön. Was, das war's schon? Gute Reaktion. Wow, dafür gab's EP, Mann. Vielleicht kann man die Greifkraft einstellen. Zack, zack, zack. Ich weiß, ich bin ein zu großes Genie für dieses Spiel, aber okay. Es ist nun mal einfach so. Ich werde es akzeptieren. Ich werde mich selbst als großes Genie akzeptieren, das Spider-Man spielt. Schon besser. Zumindest keine Knochenbrüche bei einer Begrüßung. Sehr gut. Ja, aber warte mal. Bin ich dann auch öfter in dem Labor? Scheinbar, ne? Wenn es da diese Dinger da gibt. Diese Sequenzen da oder so. Aber ich befürchte, dass er dann einfach am Ende dann der böse Dr. Octopus wird. Octavius war doch der Dr. Octopus, oder? Ich muss das kurz googeln. Dr. Octavius, ja. Dr. Octopus. Spider-Man, hier ist Yuri. Ist Fisk schon in Rikers angekommen? Nicht Rikers. Unser Mann genießt die VIP-Behandlung. Er ist im Raft. Ah, zusammen mit Scorpion, Electro und dem Rest. Fisk wird sich wohlfühlen in dieser Gesellschaft. Kannst du zum Revier kommen? Ich habe ein Problem, das nach deinen einzigartigen Fähigkeiten schreit. Für dich, Yuri? Jederzeit. Bin unterwegs. Ich habe die Befürchtung, die brechen alle aus. Weil ich schon auf YouTube auf irgendeinem Thumbnail den einen gesehen habe. Der, wo oben links war. Es gibt eine neue Episode von Just the Facts. Mal sehen, was mein größter Fan über Fists Niederlage denkt. Die Stadt ist schon echt groß, Mann. Willkommen bei Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Hörer wie Sie die Probleme unserer Stadt besprechen mit dem Pulitzer-Preisträger Zweifachen. Zweifachen, Pulitzer-Preisträger und ehemaligen Herausgeber des Daily Bugle. Hey, mehr Werbung fürs Buch! Wie immer, wenn Sie Mr. Jamesons Buch Spider-Man Gefahr oder Bedrohung in den nächsten 24 Stunden bestellen, erhalten Sie eine signierte Ausgabe. Keine Widmung, Sie brauchen gar nicht erst zu fragen. Hier ist Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Sie von Gefahren hören, die Sie bisher gar nicht kannten. Kommen wir gleich zu den Anrufen. Sprechen Sie. Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er Wilson Fisk eingebuchtet hat, stimmt? Ich meine, ein Gangster-Boss weniger ist für alle gut. Ist das so? Sagen Sie, sind Sie Polizist, Staatsanwalt, vielleicht ein preisgekrönter Reporter mit jahrzehntelanger Erfahrung wie ich? Nee, ich bin Klempner. Gut, dann reparieren Sie mein Klo und halten Sie die Klappe. Ich erkläre Ihnen mal was über Gangsterbosse. Sobald einer weg ist, entscheidet jeder Penner mit Knarre, Jogginghose und kiloweise Goldketten, dass er der nächste Pate ist. Es wird einen Bandenkrieg geben, aber interessiert das diesen bescheuerten Spinner? Natürlich nicht. Er war im Fernsehen und nur das zählt. Ha. Jetzt kann ich Kupferrohre kaufen, ohne jemanden zu schmieren. Bis zu dem Bandenkrieg bin ich auf der Seite des Spinners. Reden wir weiter, wenn drei neue Banden bei Ihnen Schlange stehen, um für das Rohr dreimal zu kassieren. Oder Ihnen die Beine zu brechen. Wiederhören. Eines Tages, Jonah. Ich krieg dich noch so weit, dass du was Nettes über mich sagst. Eines Tages. Der doch nicht. Ich glaube, der hat noch nie irgendwas Nettes drüber gesagt. Und Volltreffer. Oh Mist, wie lange nehme ich eigentlich jetzt schon auf? Ah, okay. Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. Okay. Ich seh mir mal den Turm an. Die Eingangsfrequenzen wurden verschoben, raffiniert.
Mein Turm ist gerade wieder online. Warst du das? Nicht bloß eine hübsche Maske, was? Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar, aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Gut, ich habe Einheiten in der Nähe. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Los! Pass auf, okay? Oh Mann, Leute, ihr seid so 1990 und out, Alter, mit euren schwarzen Masken. Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen. Kommt nicht an ihn ran! Holt ihn um. Gegner mit Nahkampfwaffen blocken die meisten Angriffe ab, sind jedoch anfällig gegen Luftschleuderangriffe, Netze und Wurfobjekte. Und bitteschön. Wollen wir. Fuck. Zack. Warte. Ups. Kannst du mal. Oh, falscher Knopf. Oh, das war der falsche. Zack. Und tschüss. Ich komm doch schon freiwillig zu euch runter. Peng! Oh. Und. Autsch. Hier, bitteschön, Gullideckel. Ja, leg dich mal auf die Straße. Verbrechensmarken. Okay, erledigt. Vielen Dank. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Yuri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt. Was? Nein, 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 nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Oh Mann. Bitte nicht. Oh Gott, das ist jetzt sogar mir peinlich gewesen, Alter. Warte, ich wollte ein Verbrechen lokalisieren. Ja, den Frieden wahren. Du bist also der Spitze. Verschwinde, Mistkerl. Ja. Das ist sie. Ich sagte, verschwinde! Lasst mich in Ruhe! Ganz ruhig, Lady. Fasst mich nicht an! Hilfe! Hilfe! Polizei! Lasst sie los! Oh Mist, Spider-Man! Ja! Brecher blocken einen Nahkampfangriff. Setze Netze und Wurf, eins um die Wurf zu machen. Genug getrickt! Das gibt eine Narbe! Alter, immer ein Stück zu spät! Hupsi. Kannst du mal aufhören, dich zu verteidigen? Das ist nicht fair. Ein richtiger Kampf. Komm her. Upsi. Zu spät gesehen. Oh. Klar kann ich. Habe ich schon öfter gemacht. Du hättest beim Fisk Tower dabei sein müssen. Warst du schon? Hey, hör auf damit. So gefällt es mir eigentlich ganz gut. Dumm von dir. Hui, 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 hui. Lusche. Hier, schau mal, ein Gullideckel für dich. Hau ab, oder sie ist tot. Lass mich los. Rette die Geisel, bevor die Zeit abläuft. Benutze L und das Ziel dann drücke R1, um den Gegner zu entwaffnen. Naja, eigentlich hat er gerade die Luft festgehalten, aber okay. Wo ist die andere hin? Hat die sich aufgelöst? Oh, ne, die steht da. Alles okay, Ma'am. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist ein bisschen seltsam, aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher. Nur für alle Fälle, es gibt da das Feast-Center. Kenn ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich hab schon lang keine mehr gegessen. Ich schau mal vorbei. Danke, Spider-Typ. Das heißt Spider-Man, Ma'am. Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Okay, aber bevor wir den nächsten Turm machen, bedanke ich mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuschauen. Und beim Zuschauen, wie ich hier jetzt mal einfach mal irgendwas demoliere.
Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Spider-Man. Bockt sich auf jeden Fall. Kann ich bisher nur empfehlen. Macht's gut und Servus.